Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 7 Days to Die. Heute mit tatkräftiger Unterstützung vom guten Grambosch. Guten Tag. Mit dabei ist natürlich der gute Biba Putzmann. Hallo. Und der Olli 82. Guten Tag. So, ich glaube, das waren deine Sachen. Wir haben gerade ein bisschen gerätselt, wem welcher Rucksack hier auf dem Boden gehört hat. Naja, gut, nimm die egal. Waffe trotzdem. Spielt keine Rolle. So, und jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Ich habe natürlich auch nichts zu essen dabei, gar nichts. Absolut schlechte Arbeitsvorbereitung. Ja. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo ein Hügel. Oben liegt auch noch Kram. Ja, ich gehe erstmal ein Holz für eine Kiste sammeln. Hier Steine kloppen. Aber erstmal gucken, kommt da was Sinnvolles raus? Ja. Gut. So. Und immer schön auf die Anzeige achten, wie viel die Spitzhacke aushält. Oh, wer hat denn hier die Wand angefangen? Eisenspitzhacke dürfte nicht ganz kaputt gehen. Ja, trotzdem. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Du hast schon recht, normalerweise dürfte sie nicht kaputt gehen. Und wir sind vor allem auch sehr gespannt, ob der Server durchhält, weil im Moment ist das so mit Server und 7 Days to Die so ein eigenes Ding. Klappt nicht immer alles so. Die sind zwar momentan vehement dabei, das alles zu patchen und zu gucken, dass sie das alles zum Laufen kriegen, aber... Bis Weihnachten ein Patch nach dem anderen innerhalb einer Woche rausgebracht. Ja. Sind wir jetzt bei Patch 6 oder 7 von Alpha 3? 6 sind wir, ich sehe es ja gerade rechts oben. Genau. Alpha 13.6. Naja. Haben wir noch ein bisschen Hoffnung, dass es besser wird. Irgendwann mal. Wir haben halt den Vorteil, dass wir hier auf der Karte noch nicht alles aufgedeckt haben. In der Hoffnung, dass wir hier auch dann neue Biome oder ähnliches, was jetzt noch so ein bisschen nachgepflegt haben in den letzten Patches, auch noch ein bisschen nachziehen und sehen können und nicht schon wieder neu anfangen müssen, so wie in der Staffel 2, eine Folge. ja, aber kommt vor, nicht? Also, ja, so ein kleiner Gag darf mal erlaubt sein. So, kann ich aber schon einiges. Staffel der Welt. So. Ja, ich weiß nicht, ob es die kürzeste war. Keine Ahnung. So, das haben wir auch. Dann schauen wir mal. Jetzt muss man sich wieder komplett umstellen von der Steuerung her. Aber das macht auch nichts. Scrap. Gut. Halt, wie viel Clay hatten wir? Nicht genug. Steine hatten wir genug. Bevor die jetzt kaputt geht, nehme ich sie lieber mal mit. Und dann werden wir uns vielleicht noch... Oh ja, das könnten wir machen. Bisschen Holz noch machen. Dann können wir uns dann gleich nochmal eine Schaufel machen. Dann können wir uns ein bisschen Lehm holen. Ah, ist schon leer. So, dann... Eine Schaufel. Stein. Craft. Das hinten dranhängen, genau. Oh, schon Level 25 die Schaufel. Das wird ja. So, wo war denn jetzt mein Erdloch, in dem ich gerade so gegraben habe? Irgendwo hier war ein Erdloch. Bis ich drin liege. Hier mit Mama zu zerlegen dauert auch ewig. Da kommt nichts raus. Mit dem Hammer? Was zerlegst du denn mit dem Hammer? Schwein. Ein Schwein, okay. Wir haben übrigens auch ein Schwert irgendwo. Ein
Schwert, Dolch, irgendwas in der Richtung. Sagen, mit dem Messer kannst du Messer, die Tiere genau. zerlegen, richtig ja, zerlegen. Ich brauche einen Knochen, damit ich ein Dingens machen kann. Wartet mal, bis der Olli eine Machete findet. Ja, das Ding ist toll. Eine Machete? Okay. Ja, kann man leider nicht craften, sondern nur finden. Ja, Macheten, die. Aber da habe ich auch schon eine gefunden. Da kannst du den schön die Köpfe absäbeln. Okay. Klingt nach einem Plan. Oder Kettensäge. Kettensäge war auch ziemlich effektiv. Klassische Horrorfilme nachspielen. Mhm, das Kettensägen-Massaker. Da gab es auf irgendeiner Konsole so ein ganz komisches Schulmädchen, so Japan-Manga-Style, das Kettensägen-Massaker gespielt hat. Ich weiß aber nicht, wie das Spiel hieß. Wie hieß denn das nochmal? Fällt mir partout nicht ein. Haben wir eigentlich Wasser? Ja, sollten wir im Kühlschrank haben. Ansonsten andere Getränke wirst du da auch finden. Auf jeden Fall arg strange, ja. So, hier ein bisschen. Irgendwie treffen müssen wir auch noch. So. So, dann reparieren wir die Schaufel nochmal. Was spricht die Uhrzeit eigentlich? 13 Uhr und, das ist gut. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, Ressourcen zu sammeln. Wie sieht es mit dem Haus aus? Müssen wir da gerade im Moment noch viel machen? Zusammenbasteln? Ich baue so nach und nach die erste Mauer auf. Okay. Links von dir, Olli, rumpelt übrigens ein Bösewicht. Aber noch weiter weg. Den sehe ich nicht. Jetzt ist auch rechts von dir. Okay. Rechts ist, okay. Rechts ist kein Problem, ne? Links ist okay. Links ist nicht so gut, aber rechts ist kein Problem. Sicht ist stark eingegrenzt. Darum erwähne ich es ja. Ah. Baum, wir verschwinden doch immer nicht. Der vorm Haus, der ist zum Kotzen, ja. Der Baum, ne? Kann man nicht abbauen, aber weggehen tut er auch nicht. So, jetzt gehen wir mal langsam zurück. Nehmen wir ein bisschen Chrysanthemum mit. Jeder benutzt ihn halt mit als Teil der Mauer. Genau. Was man nicht ändern kann, muss man entweder akzeptieren oder mit in sein Konzept einbinden. Da haben wir noch 86 Scrap Metal. Und da können wir jetzt dann, wenn wir ein bisschen ich baue nochmal 4 Kisten. Oh ja, gute Idee. Na, 3. Vielleicht. Ich glaube, unser Tisch fast nicht mehr. Ja, das kann durchaus sein, dass wir da ein bisschen Problem haben. So. Achso, wenn jemand über einen Messschieber stolpert, ne? Einpacken. Messschieber. Ich habe letztens 2 gefunden in einer. Auf Englisch Calipers oder sowas. Ja, ohne die Dinger keine Patronenhülsen. Kann man auch nur finden. Steine, Chrysanthemum, Plantfiber. So, und ich sollte mal vielleicht was zu essen mitnehmen. Alkohol, was haben wir denn hier noch so alles drin?
Wie unlock ich die nochmal? Ah, jetzt. Ja, das Menü kam nicht hoch. Okay. So, was sagt denn der Kühlschrank? Was haben wir denn alles noch so Leckeres? Glasjars haben wir noch 4 Stück. Raw Meat. Ja, sollten wir doch vielleicht mal kochen. Raw Meat. Grilled Meat, Bacon and Eggs. Bacon and Eggs, dann kriegen die Eier wenigstens weg. Come Bacon on. And Eggs ist ganz toll, das riechen die Zombies nicht wie Fleisch. Kommt eh wieder in den Kühlschrank, ne? Ist ja kein Problem. Hammer. Oh, das klingt natürlich auch lecker. Meat Stew. Dann brauchen wir 12 Eier noch dazu. 12 Eier. Haben wir so viele Eier überhaupt da? Nein, 4. Irgendwelche habe ich da hinten auch noch reingelegt. Eier. Oh, wir haben genügend Eier da. So, 12 Eier, 6 mal Fleisch, wunderbar. Dann... Sips. Bacon and Eggs. Dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ah. 3 Minuten, braucht eigentlich fast die Hälfte der Zeit. Jo, so sieht es besser aus. So, gleich noch ein bisschen kochen. Na? Jetzt will das Holz wieder nicht mehr aufsammeln. Klar, und der Fleisch. Okay. Von mir. Na, ich versuche mich gleich nochmal zu verbinden. Na, dann hat wohl unser Serveranbieter gerade ein bisschen Probleme. Wollen wir Werbung für ihn machen? Hat er sich verdient, hat der Performance. Ja, ja, klar. Heieieiei. Jetzt haben wir gerade schon, ihr habt es ja ein bisschen gesehen, Starbound. Ne? Und jetzt dann auch noch hier bei 7 Days to Die. Nö, möchte er nicht. Could not retrieve server information. Ah, dann werden wir dann gleich nochmal gucken müssen.